von The Witcher. Wir machen weiter und gucken mal. Geht's hier irgendwie weiter? Ah, okay. Wir haben es geschafft. Ah, Hilfe. Okay. Wir machen hier natürlich weiter. Blood and Wine. Wir sind jetzt durch die Höhle. Sebandpilze. Aua. Okay. Herzogwasser, exakt, Wasserweibzahn. Nehmen wir einfach mal alles mit. kann ja nicht schaden. Hier sehe ich doch was. So, noch mal diese Wandpilze. Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Ja, mein Staub. So. Hilfe. So. Ist auch irgendwas? Gehärtetes Leder. Ziegenhaut, Leinen. Hier ist auch was. Wand. Ah, nee, huch. Hasenfell. Okay. Ach so, was ich noch sagen wollte, ich mache morgen, also wenn ich das aufnehme, ist Dienstag und ich mache morgen und Licht, ich bin Finster. dadurch ja. Guck mal, was war da unten? Da stand anzünden. Okay. Dann gehen wir da hoch. Und guck mal, hier ist gleich mal wieder. Nein. Hoch. Ich will nicht wieder runter. Ich wollte das doch noch einsammeln. Naja. Egal. Waren Bälle. Annie und ich haben Ja. einige mitgemacht, wie wir tanzten und uns drehten. Oh. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Okay. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneide hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Ich bin kein Auftragsschläger. Nützlich für was? Nützlich. Wie? So gehört sich das. Ich bin sicher, wir werden gut zusammenarbeiten. Hier. Okay. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Das mache ich nach unserem Gespräch.
Okay. Naja. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Wodka. Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen. Sehr gern. Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden, Temeria kann man heute noch trinken. Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blade. Ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ein toller Ort. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Komm endlich zum Punkt. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Ja. Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Okay. Was passiert jetzt? Das kann's hell. Sie sagte, ein Monster aus dem Wald hat sie vor dem Quest abgeschlossen. Jetzt spielen wir Ciri. Okay. Wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Okay. Das war knapp. Ich muss hier weg. Okay. Ja, ich würde dann einfach mal den gelben Pfeil. Sie braucht Hilfe. Okay. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja, ich auch. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Was machst du denn hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Weißt du noch, wie du nach Hause kommst? Und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim.
Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Keine Angst, ich beschütze dich. Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Quest aktualisiert. Okay. Okay, alle sind tot. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Okay. Schau mal. Da ist etwas. Was? Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber. Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Augen? Hm. Blut unterlaufen, aber das reicht. Noch nicht lange tot. Kopf. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Brust. Oh. Brust zerschmettert? Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Bein? Das Bein abgerissen? Abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Und Bauch. Mal noch sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum fühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Fassen wir zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbann, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, ja. Von meinem Onkel. Onkel. Ach, okay, ich bin wieder da. So. Hilfe. So. Okay. Den Rechtsfuß und das ist er eben. Moin. Ja. Hörst du? Wölfe! Versteck dich, warte! Okay, ja. Wie hast du aber zugerichtet? Da wird der Wolfskönig wütend sein.
Ja. Okay, es geht wieder durch Höhlen. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Okay. Was? Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Ah, jetzt gibt's einen Bossfight. Ach, der ist ja schon tot. Ich dachte. Naja. Wem hast du's aber gegeben? Na okay. Das habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Wir müssen zum Dorf. Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann. Der hilft dir bestimmt für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Okay. Da haben wir das jetzt auch wieder geschafft, ey. Es geht so schnell. Wahnsinn. Ah, scheiße. Ach ja, ach ja. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne ein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Okay. ja. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Ich weiß, was du Diese willst. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Und wenn ich ablehne? Und wenn ich ablehne, weil ich das nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind... Zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wann hast du sie zuletzt gesehen?
Sie sind nun verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich brauche mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Okay. Dann zeig's mir mal. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. Oh, Hilfe, ey. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Die Wand sieht anders aus. Okay. Das Bild, die Größe stimmt. Die Wand sieht anders aus. Ah, okay. Hier hängt etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Der Baron und seine Frau. Was ist das? Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite? Okay. Das ist auch noch was. Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist. Okay. Bla. Sie jederzeit zurück oder hofft es. Untersuchen. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattfinden. Suchen. Was für Hinweise denn noch? Die Wand sieht anders aus. Hier hin etwas. Das Bild. Die Größe stimmt. Warte mal. Warte mal. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Ja. Was ist das? Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist?
Es wird interessant. Hier könnte der Kampf stattfinden. Okay. Ich muss nach Hinweisen suchen. Dort hinten. Tiefe Kerben. Geschlossen. Des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, okay. Herbelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Lang. Ja. Hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Okay. Da muss ich wohl wieder mit dem Baron reden. Na, Suche beendet? Weißt du etwas über dieses Amulett? Amulett? Ja, Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei der Frau war sie vorsichtig. Ich muss mit dem Weideler reden. Mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Okay. Ja. Dann gehen wir mal los. Ach ja. So. Okay. Waffen, okay. Brauche ich jetzt nicht. So. Ging jetzt immer weiter weg, aber es muss so. Jetzt gehen wir ja schon wieder weiter näher. Ja.